Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, die FDP hat uns in der heutigen Sitzung einen Antrag zur Frage der Reproduktionsmedizin vorgelegt. Das ist umgangssprachlich ja auch oft als Kinderwunschbehandlung bezeichnet, wobei die Kinderwunschbehandlung mehr als nur die kostenaufwendigen Maßnahmen umfasst, um die es hier primär geht. In Deutschland reden wir im Moment über etwa 6 Millionen Menschen, die ungewollt kinderlos sind. Das ist etwa ein Sechstel der Paare zwischen 25 und 69 Jahren. Unfreiwillige Kinderlosigkeit ist damit kein Nischenproblem, sondern ein Problem einer großen gesellschaftlichen Gruppe, die nicht selten auch zu erheblichen Belastungen für die kinderlosen Paare führt. Damit kann ein unerfüllter Kinderwunsch an ganz unterschiedlichen Problemen liegen. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau können medizinische Ursachen die Grundlage dafür sein, dass der Kinderwunsch sich nicht natürlich erfüllen lässt. Es gibt viele verschiedene Behandlungsmethoden, von Vitaminvergabe über Hormonbehandlung bis hin zu In-vitro-Verfahren und damit der künstlichen Befruchtung, die nicht mit unerheblichen Folgen verbunden ist. Die Medizin hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht auf diesem Gebiet, während vor einigen Jahren noch ein relativ niedriger Prozentsatz künstlicher Befruchtung schließlich zu einer Schwangerschaft geführt hat, kann man heute davon sprechen, dass annähernd 30% der künstlichen Befruchtung zu einer anschließenden Schwangerschaft führen. Die Kosten für jede einzelne durchgeführte Behandlung liegen dabei zwischen 3 und Anfang 4.000 Euro für eine In-vitro-Fertilisation bzw. eine intraplasmatische Spermieninjektion, zwei verschiedene Verfahren, die zur Anwendung kommen. Bevor allerdings derartige Maßnahmen ergriffen werden, wird abgesichert, dass über andere Verfahren nicht auf natürlichem Wege unterstützt werden kann. Die eben genannten Kosten werden bei verheirateten Paaren anteilig und auch für eine begrenzte Anzahl von Versuchen durch die Krankenkassen übernommen. Wie Sie der Höhe der Summen eben entnommen haben, handelt es sich dabei dann schnell um höhere vierstellige bis fünfstellige Beträge, die für einen großen Teil der Gesellschaft so überhaupt nicht zu leisten sind. Und damit ist der Punkt, hier einen Ausschluss zu haben, durchaus ein richtiger, den wir auch als ein Problem bezeichnen. Wir müssen auch feststellen, dass für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Zum einen muss ein bestimmtes Alter erreicht sein und ein bestimmtes Alter nicht überschritten sein, soweit so nachvollziehbar. Aber nicht nur das, jetzt komme ich zu dem Teil, an dem ich den FDP-Antrag unzureichend finde, handelt es sich ausschließlich um verheiratete Paare, bei denen diese Kosten übernommen werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, dass mittlerweile etwa ein Drittel der Kinder unehelich geboren sind. Wie viele unehelich gezeugt sind, darüber schweigen die Statistikbände. Die Fähigkeit von Paaren, sich gut und langfristig umeinander und um die Kinder kümmern zu lassen, hängt mit Sicherheit von vielen verschiedenen Faktoren ab. Von einem Eheschein allerdings mit Sicherheit nicht. Bei einer Scheidungsquote mittlerweile von auch etwa 30% stellt ein derartiges Versprechen zwar im individuellen Fall möglicherweise einen guten Anlass zum Feiern dar, kann aber nicht als Garant verstanden werden, hier eine Sorgegemeinschaft auf Dauer zu haben. Schauen wir noch einmal über den Tellerrand und wagen den Blick nach Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es eine sogenannte assistierte Reproduktionsrichtlinie, die eben genau das Ziel hat, dieses Bundes-Kofinanzierungsprogramm abzugreifen. Darin heißt es dann explizit, Zuwendungsempfänger sind Ehepaare oder heterosexuelle Paare in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. In diesem Falle ist schon einmal der Blick über den Tellerrand geöffnet. Mit gemeint sind auch Ehepaare oder Paare in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Aber, ich sehe schon, einige haben aufmerksam zugehört, es handelt sich auch hierbei ausschließlich um heterosexuelle Paare. Hier ist ein klarer Ausschluss jeder Form von homosexuellen Paaren beinhaltet, begründet darüber, dass diese Maßnahmen immer davon ausgehen, dass von beiden Partnern die Keimzellen, also Eizellen und Spermienzellen verwendet werden, eine Unterstützung finanzieller Art für homosexuelle Paare einen Kinderwunsch zu erfüllen, ist nicht vorgesehen. Und sehr geehrte Damen und Herren, deshalb halten wir diesen Antrag auch für zu kurz gegriffen. Der vorliegende FDP-Antrag ist aus unserer Sicht daher unvollständig und kann von uns heute noch nicht so verabschiedet werden. Wir haben hier noch Gesprächsbedarf. Wir halten es durchaus für richtig, dass wir diese Diskussion noch einmal aufnehmen. Wir werden den Antrag heute verweisen, aber wir müssen mit Sicherheit die Fragen der
Beziehungen, ob verheiratet oder nicht verheiratet und auch jenseits heterosexueller Beziehungen mit in den Blick nehmen. Ich halte es auch für richtig, die Krankenkassen hier nicht aus der Verantwortung zu lassen, die sich hier in der Vergangenheit unzulässigerweise, wie ich finde, zurückgezogen haben. Solange dies aber noch der Fall ist, müssen wir uns dieses Themas noch einmal annehmen und werden es dann mit der gebotenen Ausführlichkeit in der Deputation machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.